Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 meines Samsung Galaxy S2 Reviews. Heute möchte ich euch zwei sehr coole Zubehörs zeigen, die ich mir bestellt habe. Und zwar sind das zwei Cases, und zwar vom Hersteller von Mumbai oder Mumbai von Amazon für 5 Euro, zwei Stück, sehr preisgünstig und auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ich habe mir gleich zwei bestellt, beziehungsweise zwei Stück für 5 Euro beim Pack. Einen in Schwarz und einen in Weiß. Ich zeige euch das mal, dass das auch wirklich passt. Also ich kann es auch mit einer Hand machen. Das passt auf jeden Fall. Es ist sehr passgenau. Passt. Und dann sieht das so aus. Hier hinten so ein paar Kreise. Vielleicht kann man die gut sehen, wenn ich das so halte. Genau. Seht ihr diese Kreise? Dichtet überall ab. Beim Home-Button. Bei den Lautsprechern sind auch ein paar frei. Auch hier unten für den USB-Kabel bzw. für den Ladekabel, Mikrofon, passt alles. Und ja, die finde ich sehr gut. Bei der weißen gibt es einen Unterschied, und zwar ist der Home-Button mit einem Schlitz frei gehalten, was beim schwarzen nicht der Fall ist. Da ist er abgedichtet. Das ist reine Geschmackssache, also ist eigentlich auch egal. Also ich finde beide gut, für 5 Euro passt doch. Das war die erste Sache, die ich euch heute zeigen will, aber natürlich möchte ich euch doch was zeigen. Und zwar, das geht eigentlich nur denen an, die einen Vertrag haben, beziehungsweise einen mobilen Vertrag mit Internet. Und zwar müsst ihr auf Anwendungen gehen, dann auf Einstellungen und dann auf, hoppla, dann auf Drahtlos und Netzwerk, dann auf Tethering und mobiler Hotspot. Und das kennt ihr vielleicht vom iPhone. Von iPhone ab 4.3 kann man auch einen mobilen Hotspot erstellen. Und das habe ich angemacht. Und so könnt ihr zum Beispiel mit eurem Laptop überall hingehen, also überall ins Internet gehen, über eure 3G bzw. jetzt bei mir 4G-Verbindung. Und dann müsst ihr einfach auf OK klicken. Dann könnt ihr diesen mobilen WLAN-Hotspot anmachen. Sieht zwar jetzt nicht sehr, kann man zwar jetzt nicht sehen, da die Display-Schutzfolie drauf ist, aber ihr werdet das bestimmt auch bei euch finden. Da könnt ihr es anmachen und dann könnt ihr mit eurem iPod, Computer oder mit eurem Laptop ins Internet über eure Verbindung. Das ist sehr geil, wie ich finde. Also ich benutze es immer mit meinem iPod. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, wie ich finde. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn es euch auch gefällt, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns bei Part 4, beziehungsweise Teil 4. Ciao!